Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren. Jetzt ist es auch, wenn man pünktlich anfängt. Ja, okay. Also, ich begrüße euch alle herzlich zu unserem ersten Donnerstag-Workshop. Das Ganze ist so gedacht, also auf die Idee sind wir auch wegen Corona gekommen, weil jetzt das ganz viele machen und wir schon zwei Workshops absagen mussten und wahrscheinlich jetzt noch den dritten im Mai auch, wenn das stimmt, was du mir gesendet hast, Sonja, dass die Grenzöffnung erst im Juni zu erwarten ist. Aber ich würde das trotzdem beibehalten, weil das ist auch ein guter Einstieg für Leute, die das noch nicht kennen und die mal einen Einblick bekommen, so aus Teil zu Teilen vom Workshop und sich so ein bisschen ein Bild machen können und einfühlen können, worum es da geht. Es ist so gedacht, sinnvollerweise macht man am besten eine fortlaufende Gruppe, so dass die Leute, die dabei sind, sich dann kennenlernen und dass es mit der Zeit dann immer mehr in die Tiefe geht. Das hat zur Folge, dass dann mehr Vertrauen entsteht, wenn man sich besser kennt. Und dadurch ist dann eben vieles erst möglich, was vorher noch nicht möglich ist. Vieles an innerer Arbeit hängt davon ab, wie viel Vertrauen das man hat. Ich würde mal eine kleine Vorstellungsrunde machen. Und beim letzten Video, ich habe mir das noch angeschaut, nachher nochmals, habe ich mir gedacht, es ist eigentlich besser, wir machen nur eine Vorstellungsrunde. Da muss man nicht so trennen. Einfach stelle dich vor, wer du bist, woher du kommst, was du so machst. Was sind deine Visionen, deine Träume und deine Projekte? Ich gebe mal das Wort weiter an die Sonja. Oh. Ich wollte gerade das Telefon nehmen zum Stoppen. Wer stoppt? Egal. Also, ich bin die Sonja Opprecht. Ich wohne ganz in der Nähe von Zürich. Ich arbeite eigentlich mit Eltern, die vom Eltern-Kind-Entfremdungssyndrom betroffen sind. Meine Vision ist ja eine ganzheitlich liebevolle Welt für alle. Ja, also ich denke, wir dürfen wieder zum wahren Menschsein zurückkehren oder so. Die Mehrheit hoffe ich oder wünsche ich mir. Ja, ja. So etwa das. Ja, und du bist von der Schweiz, in der Nähe von Zürich wohnst du? Genau. Genau. Okay, dann gebe ich das Wort weiter auf die rechte Seite zum Gerd. Oder möchtest du zuerst fertig essen? Dann machen wir beim Romain weiter. Gut, gut. Also eben, mein Name ist Romain. Auch wenn einige Leute immer noch Romain sagen, aber ist immer noch Romain. Kein Problem. Romain, vielleicht Hochdeutsch, wenn ich alle Schweizerdeutsch verstehe. Nehmen wir es nicht persönlich. Also, ja, ich bin seit einiger Zeit, also vor einiger Zeit meinen Job verloren und bin jetzt immer noch Könntest da. Kannst du Hochdeutsch reden? Ah, Entschuldigung, ja, genau. Okay. Also nochmal von vorn. Ich Eva heißt Romain und ich wohne in der Nähe von Aarau. Das ist auch, gehört auch schon zur Schweiz, auch wenn es andere Gerüchte gibt. Und dann bin ich eben vor einiger Zeit stellenlos geworden, nicht arbeitslos, stellenlos. Also, ja, meine Verdienst ist dann irgendwann dann weggefallen. Ich habe die Zeit genutzt und bereite mich jetzt vor auf eine Selbstständigkeit mit diversen Themen. Vielleicht kommt dann sie dann. Je nachdem noch das eine andere
wo es dann mal passt und man das einbringen kann, ist, aber geht alles um die Gesundheit, von der physischen bis zur spirituellen. Ja, ich bin gerade ein Kunde von Romain und mache eine Fastenkur und esse nur noch einmal pro Tag. Das ist jetzt eine kleine Werbeeinlage für deine Ernährungsberatung. Genau. Also dann gebe ich das Wort weiter. Jetzt stehen keine Namen mehr da. Du musst nur mit der Maus über das Bild fahren. Ach so. Ich gebe mal das Wort weiter an Achim. Ja. Was ich noch vergessen habe, eine Minute hat jeder Zeit. Aha, okay. Gut. Also ich heiße Achim Koblin, lebe seit 1984 in der Schweiz, seit 2001 hier in Solothurn bzw. Langendorf. Bin verheiratet und wir waren auch schon bei Treffen von Markus in Zürich zum Thema Neues Dorf. Wir haben einen Sohn, der ist 20 Jahre alt. Ich war jahrzehntelang in der Heilpädagogik, Sozialtherapie mit Erwachsenen und Behinderten und so weiter. Und die Arbeit hat mir immer Freude gemacht, aber es gab auch soziale Probleme, vor allem mit den Mitarbeitern. Und hatte dann durch den Burnout und so weiter eine Neuorientierungsphase und bin gerade dabei, mich beruflich selbstständig zu machen mit zwei Standbeinen, einem Therapiegerät. Das werdet ihr demnächst im Newsletter von Markus mehr erfahren. Und Richtung Coaching. Und meine Vision ist schon, seitdem ich ungefähr 18 Jahre bin, neue soziale Strukturen. Ein kleines Projekt dazu ist im Berner Oberland eine Regionalwährung, unter anderem hauptsächlich durch den Uwe Burka gecoacht. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Sehr interessant. Und jetzt verfolge ich aktuell täglich mehrere Stunden diese ganze Coronavirus-Fake-Geschichte. Aber habe da sehr viele neue Kontakte auf Facebook geknüpft und bin guter Hoffnung. Danke. Dann kommt die Chantal. Okay. ja, hallo zusammen, ich heiße Chantal, bin Deutsche, also für mich ist jetzt kein Problem, Hochdeutsch zu reden. bin aber schon seit ich vier Jahre alt bin in der Schweiz. Bei meinem Vater lebe ich, wohne aber momentan in Zürich bei meinem Freund. Und ja, ich bin 24 Jahre jung und habe schon vieles ausprobiert, aber noch nicht so mein Plätzchen in der Welt gefunden. Beschäftige mich jetzt seit einigen Monaten mit der Anthroposophie, was mir sehr viel Weite auch gegeben hat oder sehr viele Möglichkeiten und Perspektiven und habe eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, interessiere mich für Spiritualität und habe ein bisschen Mühe mit der Gesellschaft und aber es ist ja auch meins, also ich bin ja auch daran beteiligt und ich versuche dieses Jahr eine Ausbildung anzufangen, also vielleicht Gärtnerin oder ein Praktikum im sozialpädagogischen Bereich. Und ja, ich freue mich sehr, jetzt bei diesem kleinen Projekt dabei zu sein und lernen zu dürfen mit euch, durch euch. Und ja, genau. Danke. Ja. Danke. Gut, dann Gerd, hast du schon zu Ende gegessen? Möchtest du noch etwas warten? Dessert? Alle Krümel zur Seite und keine Sorge. Okay. Keine Sorge. Aber es war wieder heute Hektik. Ich bin im Dreiländereck Holland, Belgien, Deutschland in der Nähe von Aachen, also in der Nordeifel sozusagen, geboren in diesem Haus, in dem ich jetzt nach 17 Jahren lebe mit meiner kleinen Familie. Ich bin politisch unterwegs gewesen. Ich habe gedacht, mich als Mediziner zu verwirklichen, habe dann aber mein Glück in der Architektur gefunden und bin so 20 Jahre in Leipzig gewesen zum Sanieren von diesen alten Häusern und habe das nochmal mit der Gemeinschaft versucht. Und ja, das ist eigentlich so mein durchgängiges Thema und ich kann es heute auch mit den Gebäuden verbinden. Da bin ich jetzt so angekommen.
Danke. Gut, dann wäre die Sabine an der Reihe. Hallo, ich bin die Sabine Pilse. Ich wohne in Niederbayern, auch im Dreiländereck von Österreich, Tschechien und Deutschland. So am Arsch der Welt, kann man sagen. Ich bin hier nicht besonders glücklich, weil die Leute, ich bin eigentlich hierher gezogen, weil ich die Natur sehr liebe und unheimlich gerne in der Natur bin. Nur die Menschen sind hier ja, sehr gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Ich hab Krankenschwester gelernt, habe das auch lange Zeit gemacht auf der Intensivstation, habe da einige Erfahrungen gemacht und wollte eigentlich schon seit meiner Kindheit Heilpraktikerin werden und habe dann auch irgendwann die Prüfung gemacht. Ich habe keine Ausbildung gemacht, weil ja meine schulmedizinische Ausbildung perfekt war und ziemlich lang und ziemlich ausführlich. Da dachte ich mir, was sollen die mir doch groß beibringen? Ich habe die Prüfung gemacht, habe sie auch bestanden, habe dann auch lange Jahre sehr intensiv und viel gearbeitet und habe mich da auch ein bisschen übernommen. Und die letzten Jahre habe ich jetzt eigentlich weniger gemacht, obwohl ich jetzt wieder gerne arbeiten würde. Jetzt müsstest du langsam zum Schluss kommen. Ja. Und hier teilgenommen habe ich eigentlich, weil ich die Themen ganz interessant finde und weil sie mich auch sehr ansprechen. Ja, danke. Dann kommt der Claudio. Okay, dann schalte ich mich da wieder ein. Claudio Graf, mein Name, wohnhaft am Bodensee auf der Schweizer Seite. 66 Lenze in der nächsten Woche. Ja, ich habe einiges gemacht. Ich habe Textillaborant gelernt, habe kaufmännische Ausbildung gemacht, habe nachher den diplomierten Kaufmann gemacht, habe nachher noch, Marketingplaner habe ich gemacht. Bin seit 82 selbstständig im Bereich IT, Computer, vorwiegend Apple Macintosh, etwas weniges Windows, aber diese ganze Windows-Geschichte, ich enthalte mich jetzt da weiter Kommentare. Hab das Glück gehabt, ein riesiges Vermögen anzuschaffen. Ich werde mich dann später nochmal darüber äußern, und zwar nicht in Geld, sondern in Fähigkeiten. Ich bin handwerklich nicht sehr unbegabt. Ich koche, ich musiziere, ich nähe, ich stromere, ich schreinere und so weiter. Und das wäre eigentlich dann die Vision, um eben junge oder andere Interessierte dem Handwerk wieder näher zu bringen, um selber was an die Hand zu nehmen, um selber reparieren zu können, um selber Ideen zu kreieren und selbstständig zu werden. Ja, danke. Vielen Dank für eure Vorstellung. Der Ablauf des Workshops ist ungefähr so: Ich mache eine Einleitung und wir machen dann Kleingruppen, Dreiergruppen und Zweiergruppen, weil wir jetzt eine ungerade Zahl haben, gibt es dann zwei Zweiergruppen und eine Zweiergruppe und zwei Dreiergruppen und eine Zweiergruppe. Ja, ich sage jetzt nicht mehr so viel wie beim letzten Workshop am Montag zu der Weltsituation. Man kann entweder das Video dort anschauen oder das auch in meinem Newsletter nachlesen. Dort habe ich es ausführlicher drin. Aber so die Quintessenz wollte ich sagen: Wir können uns eigentlich nur freuen. Wir können uns freuen, weil der Machtwechsel auf dieser Erde ist jetzt im vollen Gange und die gefährliche Situation ist bereits überstanden. Die militärische
Ebene ist bereits entschieden. Im Moment läuft jetzt die politische Ebene, die Gesundheitsebene, der Informationskrieg, könnte man sagen. Und in den USA beginnt es bereits, dass jetzt die Massenmedien, die ersten Massenmedien beginnen zu berichten. Das wird sich dann nach und nach ausbreiten. Und ich freue mich schon darauf, dass die Massenmedien dann die Aufklärung übernehmen werden. Aber was eben nicht passiert oder das Manko jetzt, es reden alle vor allem über Corona und über diese Sachen, die damit zusammenhängen, weniger über den Machtwechsel, aber gar nicht über was passiert dann nach dem Machtwechsel. Und das versuche ich zu thematisieren. Und dazu spreche ich eben vor allem gute Projekte an und Pioniere, die eine neue Welt aufbauen wollen, die eine bessere Welt kreieren möchten mit ihren kleinen Projekten im Alltag oder auch mit größeren Projekten. Im neuesten Newsletter, den ich gestern Nacht verschickt habe, ist so ein Paradebeispiel, ein Leuchtturm von so einem Projekt, ein Permakulturprojekt in Frankreich. Das wurde dann im Film Tomorrow verfilmt und wurde deshalb auch sehr bekannt und populär. Und ich habe jetzt gehört, dass ungefähr 80% der Jungbauern in Frankreich sich an diesem Modell orientieren, weil sie sonst eben keine Perspektive haben. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, was zwei Leute alleine erreichen können, indem sie ein gutes Projekt machen, das viele andere motiviert und begeistert. Es gibt dazu einiges an Material, das ich verlinkt habe, kann man sich anschauen, verschiedene Videos und Texte zu diesem Projekt in Frankreich. Das ist für mich aber jetzt nur das Paradebeispiel oder eines der Paradebeispiele. Wenn wir die Bewusstseinsentwicklung voranbringen wollen, ist die beste Möglichkeit, wenn wir ganzheitliche Projekte machen in allen Lebensbereichen. Das muss nicht nur Permakultur sein. Oder es ist wichtig, dass es überall etwas gibt, Pioniere gibt, die etwas Neues machen. Und woran ich persönlich arbeite mit diesen Workshops ist, ich habe festgestellt, es braucht dazu auch Persönlichkeitsentwicklung. Wir müssen auch versuchen, unsere Innenwelt weiterzuentwickeln. Wir sind sehr, sehr nach außen orientiert in unserer Gesellschaft. Und wenn wir das nicht ins Gleichgewicht bringen, dann bleibt es so, meine Erfahrung, 9 von 10 Projekten scheitern, weil die Leute sich zerstreiten. Und diese Workshops sind unter anderem auch dazu da, dass wir uns in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln, in unserer Beziehungsfähigkeit, in unserer Kommunikationskultur. Und dass wir lernen, das ist so mein Ziel, dass wir lernen, unsere Realität zu kreieren. Weil wir sind alles göttliche Wesen, wir sind alles sehr mächtige Wesen und wir können ganz viel erreichen, wenn wir unsere Realität selber kreieren können. Das ist eigentlich der Sinn dieser Workshops. Und ich denke, bei diesen Online-Workshops kann man einen kleinen Einblick bekommen. Ich gestalte diese Workshops so aufgrund von meiner eigenen Erfahrung, so dass sie möglichst interaktiv sind, dass die Workshop-Teilnehmer mehr zur Sprache kommen, nicht nur immer zuhören müssen und dass wir uns gegenseitig kennenlernen,
aber nicht nur auf der Smalltalk-Ebene. Das ist zwar auch schön, aber wenn es nur Smalltalk bleibt, dann wird es irgendwann oberflächlich. Und deshalb machen wir dann eben diese Kleingruppen. Ja, das als Einleitung. Ich erkläre noch kurz, wie die Kleingruppe funktioniert. Wir haben hier eine Glücksfee und die kreiert die Zusammensetzung der Kleingruppe. Sie zieht Karten und dann kommt es aus, sagt sie uns, wer dann zusammen eine Gruppe bildet. Aber ihr könnt das selber bestimmen, indem ihr euch jetzt wünscht, mit wem, dass ihr zusammen in einer Gruppe landen möchtet. Ihr könnt euch eine Herausforderung wünschen oder eine möglichst harmonische Gruppe oder ihr könnt euch auch die Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen wünschen, die genau optimal sind für das Thema, was für euch in diesem Moment im Leben ansteht. Also wünscht euch, was ihr gerne möchtet und die Sonja wird uns dann sagen, wer das eine Gruppe bildet. Das funktioniert dann so, die Kleingruppe dauert eine Viertelstunde und es sind dann zwei oder drei Leute zusammen und bei der Dreiergruppe hat jeder die Möglichkeit, 3 Minuten das zu sagen, was er zu diesem Thema zu sagen hat. Das erste Thema, da nehme ich immer, was ist meine Beziehung zu mir selber? Wie fühle ich mich mit mir selber? Wie geht es mir im Alltag mit mir selber? Wie geht es mir in den Beziehungen zu mir, zu den anderen Leuten mit mir selber, in der Arbeit, in der Familie, in der Schule, in meinem Projekt, wo auch immer? Weil das ist ein zentrales Thema, weil nur wenn ich eine gute Beziehung zu mir selber hinkriege, entwickeln kann, geht es mir auch gut. Und die Beziehung zu den anderen Menschen kann nie besser sein, als die Beziehung, die ich zu mir selber habe. Also zu diesem Thema kannst du dann 3 Minuten reden, ohne dass jemand reinreden darf. Und nach den 3 Minuten haben die anderen beiden, die dabei zugehört haben, 1 Minute Zeit für ein Feedback. Beim Feedback ist es sinnvoll, dass man darauf achtet, dass man nicht destruktive Kritik bringt. Kritik ist erlaubt, aber besser konstruktiv. Und achtet auch darauf, dass Kritik und Lob oder Bestätigung oder Unterstützung im Gleichgewicht ist, weil wir sind uns gewöhnt, Kritik üben können wir gut, aber die anderen unterstützen und loben und fördern, da sind wir nicht so gewohnt wie die Kritik. Dann kommt der nächste dran mit seinen 3 Minuten. Nach einer Viertelstunde müsst ihr unten auf dem Bildschirm auf den Button drücken, wieder zurück zum Plenum und dann kommen wir wieder in dieser Konstellation zusammen. Dann gibt es ein kürzeres Plenum und dann gibt es die nächste Kleingruppe. Also, jetzt gebe ich das Wort an die Sonja und ihr erfahrt jetzt, mit wem ihr dann zusammenkommt. Gut, ich habe den Gerd, den Romme und den Claudio. Und dann habe ich die Sabine, den Markus und die Chantal. Und dann bleiben nur noch ich und der Achim. Okay. Gell? Dann schicke ich euch jetzt alle in die Sessions. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Holen wir die lieben Leute zurück. Hallo. Ja, schön, wunderbar. Hallo. 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 Also,
2 Minuten Verspätung ist doch nicht sehr schlimm. Nein, okay. Ich wollte das nur mal testen, wie das so ist, wenn ich jetzt in jeden Raum reinhüpfe, weißt du? Ach so. Schnell Hallo sagen. So. Ja, ich hatte schon ein schlechtes Gewissen. Nein. Okay. Ja, nein, und wir waren natürlich nur zu zweit. Ah, ja, stimmt. Da waren wir ein bisschen, ja, nicht schneller, aber... Wir hatten mehr Zeit. Wir hatten mehr Zeit, genau. Also, jetzt möchte ich euch die Möglichkeit geben, etwas zu sagen, wenn euch etwas unter den Nägeln brennt oder wenn ihr etwas mitteilen möchtet von euren Erfahrungen in der Kleingruppe. Wer möchte das Wort bekommen? Also ich mach mal, weil ich war gerade an der Beurteilung von Romain. Wir hatten ja eben das Thema die Beziehung zu sich selber und wir hatten festgestellt, dass das eine Männergruppe, dass wir da, der Gerd hat gesagt, Schwanz zeigen. Also das heißt Ego. Emotionen da hervorkommen, eben ich hätte dies gemacht und jenes gemacht und so weiter. Und also ich habe mich so geoutet und Gerd hat sich ebenso so geoutet, also dass wir erzählt haben, was wir alles gemacht haben und was wir alles können und so weiter. Und Romain, der hat das jetzt auf eine andere Erzählweise gebracht. Und ich war gerade im Begriff zum Sagen, dass die Äußerungen, die er gemacht hat, eigentlich aber trotzdem wieder ähnlich sind, weil die äußeren Gegebenheiten spiegeln sich eben auch im Innen. Okay, danke, Claudio. Wer möchte noch etwas sagen? Ja, ich fand es spannend mit dem Achim, dass wir so eher viele Gemeinsamkeiten eigentlich haben. Ja, also wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich finde es immer wieder so spannend, dass man eben sieht, wie ähnlich das man sein kann als Mensch. Ja, noch jemand? Sonst mache ich was weiter. Was ich schön fand, ist diese Art von Kommunikation, wie ich sie mir eigentlich in meinem Leben wünsche. Wirklich den anderen zuhören, ein Feedback geben. Mhm. So sollten Menschen miteinander kommunizieren, damit alle bereichert werden können damit. Und also ich fand es sehr bereichernd, das Gespräch gerade, obwohl es so kurz war. Das ist eines der besten Gespräche, die ich seit langer Zeit geführt habe. Ich danke euch. Oh, schön. Danke auch. Schön. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Auch den Raum zu bekommen. Ist noch witzig, auch in dem ganzen Zoom hat man ja dann Raum. Und dann auch noch den Raum zu bekommen, einfach nur mal gehört zu werden und dann noch ein respektvolles Feedback zu bekommen, das ist so selten heutzutage. Ja. Also allein schon das ist mega heilsam, weil es kommt, glaube ich, gar nicht so drauf an, was dann für eine Antwort kommt, sondern einfach, dass man so einen Raum geschenkt bekommt, finde ich. Ja, also auch danke vielmals. Ja. Ja, ich kann vielleicht dazu noch etwas sagen. Der erste Teil des Workshops ist im Prinzip eine neue Kommunikationskultur entwickeln. Wir sind uns gewohnt zu diskutieren und da geht es darum, wer hat jetzt recht, wer kann besser reden, wer kann sich durchsetzen. Und das ist aber eigentlich nicht eine echte menschliche zwischenmenschliche Kommunikation, sondern das ist eher Krieg auf verbaler Ebene. Ja. Und ich versuche
in meinen Workshops, das so zu machen, auch als Beispiel dann für die Teilnehmer, dass man das im Alltag auch so anwenden kann. Und die Idee wäre, suche dir zwei Herzensmenschen, mit denen du über alles reden kannst, auch über das politisch Unkorrekte oder vor allem darüber, und treffe dich regelmäßig. Dann hast du das in deinem Alltag und dann bekommst du so gute Unterstützung auf der emotionalen Ebene und Bereicherung und Inspirationen. Das ist so der Hintergrund dieser Kommunikationsart. Okay, dann würde ich vorschlagen, dass die Glücksfee uns unsere nächsten Glückspartner oder unsere nächsten Gesprächspartner eröffnet. Wer hast du für uns zusammengestellt? Du für uns, ja, eigentlich versuche ich nicht wirklich zusammenzustellen, aber es sollen ja dann auch nicht die gleichen wieder sein, ja. Ups, Moment, Entschuldigung, jetzt habe ich da was Falsches gemacht, löschen. Ja, ich muss euch zuerst kurz löschen. Entschuldigung. So. Also. Manuel. Also, dann haben wir hier den Markus. Warst du jetzt mit dem Gerd zusammen, Markus? Nein, ich war nicht. Gut, dann nicht, der Gerd. Und und die Sabine war aber bei dir, Markus. Ist das so? Ja. Ja, okay. Und die Chantal auch? Ja. Ja. Dann warst du ja schön von Frauen umgeben. Gut, dann machen wir hier den Romain noch dazu. Ich war schon mit Gerd. Ah, du warst schon mit Gerd. Okay, gut, dann nehmen wir eben den Claudio. Okay. Ja, es ist dann wieder nicht so, gell? Also, und dann haben wir eben den Romain. Dann machen wir doch da die Chantal. Und ist der Rudi reingekommen? Oh, der Rudi kommt gerade rein. Gut. Der Rudi. Und der Achim. Und dann sind noch der Rudi, die Sabine und ich selbst. Dann schicke ich euch in die Räume. Oder nein, muss noch was sagen, Markus. Ja, Entschuldigung. Das zweite Thema. Ja. Das wäre noch gut. Ja. Wäre noch gut, ja. Das zweite Thema, was wir austauschen könnten, ist meine Trigger. Meine Trigger, was triggert mich? Was sind meine Muster? Also Trigger sind ja eigentlich Muster in mir, die nur ich habe. Und ich ziehe diese Menschen an, diese Lebenssituationen an, die mir die Möglichkeit bieten, diese Muster zu durchbrechen oder zu bearbeiten oder zu meistern. Aber viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst und geben dann den anderen die Schuld. Also das nächste Thema wäre einfach, was sind meine Muster, was triggert mich und wie gehe ich damit um? Alles klar? Oder noch Fragen? Oder? Alles klar. Alles klar. Gut. Okay, also bis nachher. Ja.
habt ihr uns einfach zurückgeholt. Ja. Ja, das war ein bisschen kurz. Aber wir bis um Viertel nach hatten wir Zeit, oder? Na, also wir haben etwa um 8:56 angefangen. Ah ja, ja, dann haben wir, und haben wir zu viel Verspätung. Okay. Ja. Vielen Dank. Ja, Entschuldigung. Nein, das ist völlig okay. Das ist unser Fehler, nicht euer Fehler. Oder mein Fehler. Ich habe zu wenig genau auf die Uhr geschaut. Okay. Nicht so schlimm. Also, möchte jemand etwas sagen? Ja, schön war's. Ja, schön war's. Und es war ja irgendwo auch beruhigend, dass die eigentlich die Trigger und die Muster, die anderen haben, dass man das auch selber bei sich erkennen kann, oder? Das macht, gibt auch so eine Verbindung, oder? Man steht einerseits nicht alleine da, und aber vielleicht ist der Schwerpunkt bei jedem ein bisschen anders, aber ja, viele haben natürlich sehr, sehr ähnliche Themen und arbeiten auch daran. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Das gibt auch so Verbindung. Ja. Ja, das kann ich sehr bestätigen. Ich würde sagen, 80% der Muster haben die meisten, die sind allgemein üblich. Das eine habe ich mehr, das andere weniger. Das eine ist für mich kein Thema, aber das andere sehr. Und man merkt dann auch, ich bin nicht allein, ich bin nicht der Einzige. Und ich spinne nicht, ich bin nicht wahnsinnig. Oft hat man ja das Gefühl, nur ich habe das Problem, allen anderen geht es gut. Und das ist auch sehr befreiend, wenn man merkt, nein, das ist sehr verbreitet. Das verbindet und man kann viel dabei lernen. Wie gehen die anderen damit um? Was machen die in dieser Situation? Das inspiriert auch für den eigenen Alltag. Aber eben gerade die Situation, wo wir jetzt da untereinander sind, eine kleine, unter sich noch nicht sehr bekannte Gruppe, wir setzen doch sehr viel Vertrauen voraus bei jedem der Anwesenden, weil wir ja in dem Fall auch unsere Schwächen eben nach außen kehren, selber erkennen können. Und das hat ja auch schon bereits wieder eine Besserung zur Folge, weil man sich eben dessen bewusst wird. Und ich denke, wir sind ja eben solche, die bewusster sein sollten. Und dementsprechend müssen wir uns selber an der Nase nehmen und halt das auch täglich üben. Ja. Also ich sage immer, ich bin dankbar, dass ich die Lotti habe, weil ich werde täglich von ihr herausgefordert. Ja. 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 Danke. Ja, wer möchte noch etwas im Plenum mitteilen? Ich finde es schön. Es hat mich auch bestätigt, dass wenn man sich gegenseitig Raum gibt, dann, und man sich zeigen kann, wie man ist, dann stellen wir fest, dass so viele Unterschiede und so viele Streitpunkte eigentlich wegfallen. Die fallen einfach weg, weil die Masken wegfallen. Im Prinzip ist es, was wir kämpfen, sind die Personas, also die Masken, die gegeneinander fighten. Gegenseitige Images, die miteinander fighten, weil wenn wir die mal runterlassen einfach, dann stellen wir fest, dass wir eigentlich alle ganz ähnlich sind und ähnliche Ziele und ähnliche Bedürfnisse haben. Ja, genau. Masken fallen lassen. Mhm. Es ist eigentlich relativ einfach. Wir sind alle Kinder Gottes.
Aber es ist auch sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, welche Maske das wir jetzt gerade aufgesetzt haben. Ja, natürlich. Aber es ist ganz, auch ganz einfach, wenn ich mich einfach frei mache. Und wie gesagt, wenn du einen Raum kriegst, wo du dich öffnen darfst, das ist ja auch immer ein Bedürfnis, dann ist es ganz leicht, Zugang zu kriegen. Weil deine Seele schreit danach. Es auszudrücken. Ja. Also das ist jetzt ja genau das Gegenteil, was wir machen hier. Von dem, oder? Okay, aber als das Gesetz rauskam, hat eine Freundin mir geschrieben, sie regt sich so auf, habe ich ihr gesagt, schau her, dieses Masken aufsetzen, sorgt dafür, dass die anderen ihre Masken fallen lassen und ihre hässlichen Fratzen endlich zu sehen sind. Mhm. Was vorher die Menschen nicht sehen konnten, sehen sie jetzt. Genau. Also diese Masken haben auch viele das demaskiert. Ja. Es ist immer auch das andere wahr. Wir haben die Masken und die anderen haben im Prinzip ihre Masken fallen lassen. Ihre Demokratiemasken und ach, was sind wir freiheitlich. Also es mal so zu sehen. Und ganz ansonsten, eine Freundin, also ich habe es mir schon mal überlegt, dass ich mir vielleicht aufschreibe, alles Lüge, ich bin gesund oder irgend sowas. Auf die Maske. Ja, auf die Maske, einfach genau. Auf die Maske draufschreiben, ja, genau. Alles Lüge, ich bin gesund, damit genau. die aufgewacht sind, auch sehen, dass sie nicht alleine sind in diesem Affentheater. Ja. Wir tun eigentlich nur die Verkäuferinnen leid, die den ganzen Tag dieses schreckliche Ding aufhaben müssen. Ja. Also gut, ich würde gerne mal eine Pause machen, dass ihr einen Kaffee trinken könnt oder die Raucher eine Zigarette rauchen dürfen. Haben wir solche? Ja. Und dann würden wir uns in 5 Minuten wieder treffen. Ja, müssen wir uns dann neu einlinken oder? Nein, wir lassen es einfach laufen. Also, ja. Vielleicht kannst du die Uhrzeit angeben, wann wir uns treffen. Vielleicht ganz um 28. Gut, In 5 Minuten. Okay, gut. So gut, bis dann. Bis dann. So, Chantal? Ja, also verlassen. Ja, hast du nachher noch nach dem Meeting noch Zeit? Kann ich noch 5 Minuten mit dir sprechen? Ja, können wir gerne machen. Okay, super. Okay, tschüss. Meeting verlassen. Danke, Claudio. Bitte. muss im Fall nicht meinen. Aha, was? Das war nie gesund gewesen. Ah, ich bin am Abend auch vom Zuckerfresser. Nein, nicht gerade Fresser, aber mal so ein Steffel-Schock ist noch gut. Ja, es war jetzt übertrieben gewesen und so. So, der Rudi kommt wieder rein. Der Rudi. Yay. Also, mein Kaffee ist gleich fertig. Okay. Hallo. Hallo. Ich bin noch ein bisschen am Essen. Ach, das hört mich. Mein Freund war neugierig, hat gefragt, was da so läuft. Hab gesagt, alles gut. Also gut, dann können wir wieder weitermachen. Vielleicht begrüßen wir mal noch den Rudi vom Tirol. Hallo Rudi. Hi Rudi. Hallo Rudi. Hallo.
Ich glaube, er hat kein Mikro. Hm. Und keine Kamera. Und keine Kamera. Ja. Hörst du uns, Rudi? Ja, letztes Mal hat er den Browser gewechselt, dann hat es dann geklappt. Vielleicht kommt das noch. Ah ja, stimmt. Also, wir könnten, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt euch auch äußern, wie wir jetzt noch weitermachen. Wir machen noch eine halbe Stunde. Wir können nochmals so eine Kleingruppe machen oder wir können uns einen Impulsvortrag von Claudio anhören, den er angekündigt hat. Oder wir können uns austauschen über unsere Projekte. Als ich dein Mail gesucht habe, Chantal, auf dem Computer, dann habe ich gesehen, du hast mir schon im letzten Frühling vor einem Jahr hast du mir ein Mail gesendet zum Thema Gemeinschaft. Ja, das stimmt. Und ich denke, viele haben am Telefon bei den Vorbereitungsgesprächen haben das Thema auch angeschnitten. Das könnte auch etwas sein, dass wir uns ein bisschen austauschen zum Thema Gemeinschaftsprojekte. Und ich mache jetzt eine kleine Runde, da kann jeder nicht eine Minute, sondern nur ganz kurz sagen, was er gerne möchte. Kleingruppe, Diskussion zu Gemeinschaften, Gemeinschaftsprojekten oder der Impulsvortrag von Claudio. Zu welchem Thema wäre das? Claudio? Von Claudio, zu welchem Thema? Ja, Projekte eigentlich. Mehr Projekte, weil ich bin ja so klein, ein Hansdampf in allen Gassen und habe da viele Ideen. Also ich beginne mal bei der Sabine. Gemeinschaften würde mich am meisten interessieren. Dann Gerd. Ja. Gemeinschaften. Ja. Dann Chantal. Ah, jetzt klar. Danke. Schließe ich mich an. Mhm. Auch Gemeinschaften. Ja. Dann Sonja. Ja, ich auch eigentlich. Dann Romain. Perfekt. Also, ja, es ist ja eigentlich schon klar, ich hätte sonst Kleingruppen gewählt, aber es ist auch okay mit Gemeinschaften. Achim? Ja, auch sehr gern Gemeinschaften. Hallo, Rudi. Hallo, ich bin wieder da. Ich habe technische Schwierigkeiten gegeben, Entschuldigung. Also im Zweifel bin ich auch für Gemeinschaften natürlich. Okay. Claudio, ist das für dich auch ja, okay? Ja, das ist okay. Ja, ist okay. Okay. Also ich sage zuerst kurz etwas Allgemeines zum Thema Gemeinschaften, weil ich ja schon 15 Jahre das Thema bearbeite und wegen meiner Homepage bin ich jetzt so quasi eine Anlaufstelle geworden für Gemeinschaftsinteressierte. Hast du mir eine Gemeinschaft? Ja, am liebsten eine, wo ich gleich auch noch eine Arbeitsstelle habe und am liebsten eine am See und am liebsten eine mit Bootsanlegeplatz und Swimmingpool und am liebsten eine zum Nulltarif. Also die Leute haben manchmal auch etwas unrealistische Vorstellungen. Und ich bin selber schon bei verschiedenen, etwa 30 Gemeinschaften gewesen. Bei 28 war ich froh, dass ich wieder gehen konnte, weil
sie alle eher repressive Systeme installiert haben. Aber ich war auch bei vielen Gemeinschaftsprojekten dabei, um selber eins zu kreieren. Und ich berate jetzt Leute, die so etwas machen möchten. Und den Hauptfehler, den die meisten machen, ist, sie suchen sich zuerst Land oder ein Haus oder ein Bauprojekt, eine Siedlung und machen das Äußere, ohne auf das Innere zu schauen. Habe ich auch gemacht, habe auch eine Ökosiedlung gebaut für 10 Millionen. Und dann kommt das böse Erwachen, weil man dann merkt, die Leute zerstreiten sich. Im schlimmsten Fall, im besseren Fall, sie reden nicht mehr miteinander, weil sie sich nicht mehr ausstehen. Und im besten Fall, man kommt zusammen über die Runden, aber es ist nicht unbedingt eine Atmosphäre, die man sich gewünscht hätte, in der man sich weiterentwickelt. Und meine Empfehlung ist, zuerst sollte man mit den Menschen anfangen und eine Kerngruppe bilden von 3, besser 5 Leuten, die prozessfähig sind. Weil Konflikte gibt es immer und wenn man nicht konfliktfähig ist, dann fällt das Projekt auseinander, weil sich dann die Leute in verschiedene Fraktionen spalten und sich diese bekämpfen. Es gibt Machtkämpfe und dann ist es eben nicht das, was wir uns eigentlich erträumen. Also das war mein Input. Also jetzt machen wir wieder eine Runde. Zuerst kommt wieder die Sabine. Einfach eine Minute und dann können wir auch eine zweite oder dritte Runde machen. Aber eine Minute pro Mensch. Dann konzentriert man sich aufs Wesentliche, kommt auf den Punkt und kommt schneller auf einen grünen Zweig. Okay. Also ich kann mich dir da nur anschließen, da bin ich ganz deiner Meinung. Kommt nicht aufs Äußerliche drauf an, sondern wirklich, dass man die richtigen Menschen hat, die eben fähig sind, ihre Masken fallen zu lassen und andere auch sein lassen zu können, wie sie sind. Aber eben vorher sollte man wissen, mit wem man sich zusammentut. Ich selber habe einige Erfahrungen gemacht mit Gemeinschaften, sehr, sehr gute und auch schlechte. Wir haben hier eine Zeugen Jehovas, eine Zeugen Jehovas, Krishna, Hare Krishnas. Und ich war da zur Therapie, ich hatte da eine Patientin und die wurde da gemobbt und da haben sie mich dann dazu geholt, damit ich sagen kann, dass sie wirklich krank ist. Und da habe ich dann auch gesehen, wie verheerend sich sowas auswirken kann, obwohl sie ja nun Hare Krishna und die Liebe und alles sind, wie da wirklich Spannungen geherrscht haben, dass ich von der Kälte und der Art und Weise, wie die Stimmung da war, mir gedacht habe, du liebe Güte, da würde ich also in meinem Leben nicht leben wollen. Danke. Ja, spirituelle Repression gibt es auch. Ja, ganz übel. Dann kommt der Gerd. Ich würde gerne als Voraussetzung noch ein Ziel formulieren. Ich glaube, das bloße Gehäuse ist nicht so das wichtigste Ziel, sondern die Gemeinschaft sollte gerne eine Idee haben, die sie gemeinsam bearbeiten wollen, was sie zusammenhält. Ich will das so allgemein gefasst lassen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel, ja, ich sag mal, Gehäuse nach Gemeinschaften suchen,
und dann nachher zerfällt die Gemeinschaft und das Gehäuse bleibt übrig und vielleicht ein oder zwei Leute, die den Kredit aufgenommen haben oder so. Wenn ein Ziel da ist, eine Marschrichtung, wo man hin will, was man erreichen will, dann ist das viel einfacher. Dann vergibt auch die Deutsche Bank für Gemeinwirtschaft viele kleine Kredite für eine große Summe. Ja. Danke, Gerd. Dann kommt die Chantal. Ja, sehr inspirierend, auch was ihr gerade gesagt habt. Ich glaube, früher war bei mir eher noch so das Bild von der Gemeinschaft so eine Hippie-Kommune. Also so von der Empfindung her was Schönes, Freies, wo man das teilen kann, friedlich lebt. Aber das ist eben, glaube ich, sehr illusorisch. Und jetzt bin ich, jetzt stehe ich eigentlich schon woanders. Und ich sehe eigentlich auch drin, dass sehr das Innere stabil sein muss. Und dann macht es nicht so, also dann spielt es nicht so eine Rolle, wie das Außen ist, auch wenn ich mir natürlich einen Naturraum wünsche oder einen oder einen Garten, also selber Gemüse anzupflanzen. Aber was ich vor allem auch wichtig finde, ist eigentlich, dass ein gemeinsamer Inhalt da ist. Also etwas Verbindendes und dass ein Inhalt da ist. Also auch eine gewisse Struktur und Ordnung in der Gemeinschaft. Wo halt auch so eine Sicherheit gibt und auch, ich meine, auch das mit der Konfliktfähigkeit, es muss ja auch erstmal jemand sagen, ja okay, zum Beispiel einmal am Tag macht man so eine, ja. Chantal, jetzt müsstest du langsam zum Schluss kommen, du kannst noch eine Zusammenfassung machen, einen Satz. Also Gemeinschaft macht für mich aus, dass man in eine Richtung schaut. Also, dass alle in eine Richtung schauen und etwas miteinander teilen und ein Ziel haben, eine Vision. Danke. Dann kommt die Sonja. Ja, das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, was du sagst. Und ich finde das eine sehr gute Idee eigentlich. Ich denke ja immer wieder darüber nach. Gemeinschaft, ja, nein. Und ich nähere mich dem immer wieder an. Und denke dann doch ja, und dann denke ich aber wieder manchmal, nee, dann bleibe ich gerade in der Gesellschaft, ja, weil da, ja, wenn ich so genauso viele Regeln habe und irgendwie nur Nachteile, dann ja, brauche ich das auch nicht. Und das finde ich jetzt aber eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee, dass man eben eine gemeinsame Vision auch hat und ein gemeinsames Ziel. Ja. Danke. Dann kommt der Claudio. Er hat Mikrofon. Claudio. Ja, ich denke gerade zurück an meine Zeit als Schulratspräsident unserer Gemeinde, wo ich jetzt da schon bald seit ja, über 20 Jahre wohne. Und zwar, ich war ja schon immer ein Querdenker in dem Sinn, dass ich die Rückseite der Medaille angeguckt habe. Und ich war dann als Schulratspräsident erstens ja einmal nicht pädagogisch ausgebildet, weil die rekrutieren sich ja aus der Bevölkerung. Das wurde mir zum Nachteil gereicht. Also ich habe da mit dieser Gemeinschaft von diesem Schulrat, der aus mit mir 7 Personen bestanden hat, gar nicht zurechtgekommen. Die haben mich dann schlussendlich rausgemobbt. In der Zwischenzeit habe ich verschiedenste Gemeinschaften versucht ja, zu betreten. Die Minute ist vorbei, jetzt kannst du noch einen Satz zusammenfassen. Also Gemeinschaften, wie gesagt, Problem, dass sich die verstehen und dass etwas gemacht wird und nicht nur gelabert. Ja, gemacht, danke. Gemacht, getan, ein Produkt am Schluss. Danke. Gut, jetzt haben sich
die Kästchen wieder mal verschoben. Ja. Jetzt kommt der Romain. Also für mich beruht eigentlich zur Gemeinschaft auf drei Pfeilern. Das ist, also es ist alles nicht neu, haben Sie ja verschieden schon erwähnt, aber ich möchte einfach die drei Pfeiler herausheben. Das ist mal das eine ist, dass das gemeinsame Ziel oder Vision oder in welcher Form, dass man das auch immer benennen wolle. Oder Chantal hat gesagt, die gemeinsame Sicht, einfach, dass man weiß, wohin man steuert. Oder? Dazu sollte man sich einig sein, weil sonst kann es ja nicht gehen. Das Zweite ist natürlich die richtigen Menschen. Da bin ich auch dabei, dass das sehr zentral ist, oder? Wenn man dann, genau, es reicht nicht, das Ziel zu haben, sondern die Menschen muss ja auch mit den Menschen umgehen können. Und dann natürlich das Dritte noch, eine gewisse Struktur oder Kommunikation. So, das ist so etwas, da hängt einfach die Kommunikationsstil, Struktur, wie man das Ganze so nennen will, wie man miteinander umgeht, wie man mit Konflikten umgeht, wie man mit der Arbeit umgeht, dass das Ganze überhaupt dann erfolgreich werden kann. Also mit diesen drei Pfeilern finde ich, dass man dann sicher schon sehr weit kommt. Okay. Minute. Danke. Dann kommt der Achim. Ja, ich kann deine Erfahrungen nur bestätigen, Markus, aus meinen letzten, sagen wir mal, 40 Jahren, egal ob es jetzt Schule war, Berufsleben, Verein, Partnerschaft oder so. Also für mich ist auch primär die spirituelle Ausrichtung, dann der Umgang miteinander, ob man den anderen Menschen achtet und wertschätzt und ernst nimmt auf Augenhöhe. Und alles andere ergibt sich dann sekundär. Wobei für mich nur eine große Frage ist das, was der Roman gerade gesagt hat, die richtigen Menschen. Ich habe das auch als Teamleiter oft erlebt, dass wunderbare Mitarbeiterinnen wirklich nicht in ein bestimmtes Team reinpassen. Aber da will ich sogar so weit gehen, wenn jemand die richtige Haltung hat und offen ist, mit Konflikten offen und ehrlich umzugehen. Das ist immer der Prüfstein, Krisen und Konflikte. Dann würde ich sagen, es ist möglich und jeder muss seinen individuellen Freiraum haben, aber trotzdem das Gemeinsame erlebbar werden im Alltag. Danke. Dann kommt der Rudi. Also ich war ja wieder ausgeblendet vorhin, als ihr die Frage gestellt habt. Ich verstehe es so, dass wir unsere Beziehung zu und unsere Erfahrung zu Gemeinschaften jetzt mal schildern sollen. Ist das richtig soweit? Ja, einfach das Thema ist Gemeinschaft. Genau. Und du kannst sagen, was du willst. Gemeinschaften sind in meinem Leben, also ich bin jetzt 65, immer wichtiger geworden. Es hat einen langen Prozess gebraucht, um mir das selbst überhaupt bewusst werden zu lassen, dass unser menschliches Glück so sehr von dem Funktionieren unserer Gemeinschaft abhängt. Und letztendlich ist ja die ganze Menschheit eine Gemeinschaft, die zusammenfinden sollte, im Idealfall unter den Vorzeichen von Wahrheit und Frieden für mich. Das ist eine schöne Theorie und ich glaube, dass eben vieles getan wurde in den letzten mindestens Jahrhunderten, um eben das zu zerstören, damit wir besser führbar und unterdrückbar werden. Teile und herrsche ist das Prinzip. Und wenn das Prinzip nicht mehr so dominiert, wie es im Moment der Fall ist, dann, glaube ich, haben wir Menschen eine wunderbare Fähigkeit, wirklich fast von alleine zueinander zu finden und uns zu tolerieren, beziehungsweise da, wo wir uns nicht mehr so ertragen, aus dem Weg zu gehen. Die Erde hat genug Platz für uns alle. Ja, danke. Also, jetzt haben wir noch 10 Minuten und ich würde gerne nicht bis um 12 Uhr machen, sondern die Zeiten, die ausgeschrieben sind, grosso modo einhalten. Und ich denke, wir machen jetzt noch eine Feedback-Runde, eine Schlussrunde und eine Abschiedsrunde. Du kannst sagen, was du möchtest. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns am nächsten Donnerstag wieder treffen würden und unser Gespräch
unseren kleinen Workshop weiter praktizieren könnten, weiter in die Tiefe gehen könnten und zusammen lernen dürfen und uns weiterentwickeln können. Also, Feedbackrunde, Schlussrunde, Abschiedsrunde. Das Wort ist wieder bei der Sabine. Eine Minute. Also mein Feedback ist, das war eine sehr schöne Runde und sehr bereichernd. Also auch alle Teilnehmer haben mich sehr bereichert und ja, meinen Horizont schön erweitert. Eine wunderbare Runde und ich danke euch allen ganz herzlich dafür. Es war ein Geschenk für mich. Und es ist ein Geschenk. Danke. Dann kommt der Gerd. Bereicherung ist ganz auf meiner Seite. Ich habe auch ein wenig von den, nein, nicht dunkel, sondern von den karierten Seiten was mitbekommen. Das ist auch eine Bereicherung. Ich freue mich einfach drauf, wie es weitergeht. Danke, Gerd. Dann kommt der Claudio. Ja, was soll ich sagen? Ich habe einerseits etwas anderes erwartet als Quintessenz. Wir gehen aus unserer Runde raus, nach Hause quasi, ohne etwas, ach, ich sage jetzt mal Greifbares gemacht zu haben. Vielleicht sitzt der eine oder andere etwas anders. Aber wir brauchen natürlich jeder seine Annäherung an den anderen, an die anderen. Der eine ist schneller, der andere ist weniger schnell. Und ich denke, das müsste ein Ziel sein, eben wie der Roman schon gesagt hat, ein Ziel setzen, denke ich, mit einer, ja, was das auch immer ist, mit einer Aktion, mit einem, ich weiß auch nicht, mit einem Projekt oder mit einem Produkt oder wie auch immer, weil ich bin eigentlich so richtig unruhig, ich muss was zu tun haben. Oder? Ja. Danke, Claudio. Aber danke auf jeden Fall allen Teilnehmern auf jeden Fall für ihre Inputs. Danke, danke, danke. Und Claudio ist auch unser Supporter für Macs und iPhones und so weiter. Okay. Dann kommt der Achim. Ja, ich fand es sehr vielseitig, lebendig, anregend, inspirierend von der Form. Mischung aus Statement, Input, Dialog, Gespräch und vom Inhalt eben auch. Es hat mich vieles tief berührt. Und ich fände es schön, wenn wir in irgendeiner Form das zugänglich machen könnten, auch die Aufzeichnung. Also ich würde mir gerne einige von mal anhören. Und dass wir in Austausch bleiben von den E-Mail-Adressen und so. Und freue mich auf das nächste Mal. Ja. Ja, das kann ich vielleicht noch anfügen. Hätte ich am Anfang noch sagen sollen. Wir nehmen das auf, also die Sonja nimmt das auf und schneidet ein Video und das kommt dann auf den YouTube-Kanal. Das kann man dann auch nachher nochmal schauen. Das ist auch ein bisschen, um diese Thematik bekannt zu machen für andere Leute. Dann kommt der Rudi. Ja, das hätte ich auch noch fragen wollen, wie ihr mit den Aufzeichnungen wart. Aber jetzt erst einmal hier zum heutigen Meeting. Ich war ja am Montag dabei und ich glaube, der Gerd auch ist der Einzige. Wir waren am Montag schon dabei und ich kann sagen, dieses Meeting am Montag hat noch sehr in mir nachgewirkt und hat sich auch sehr konkret ausgewirkt in den letzten beiden Tagen in meinem Leben. Und mal noch einen schönen Gruß an den Claudio. Weil er hat mir da teilweise so gesprochen, wie ich noch vor vielleicht auch ein paar Jahren zu diesem Thema gesprochen hätte, dass ich sage, ja, aber da gibt es ja nichts Greifbares, man muss doch irgendwie was abzählen können am Schluss.
Das kann man eben bei dem Thema Gemeinschaften so nicht konkretisieren. Und das ist auch genau das Problem, was ich sehe und auch erlebt habe schon in verschiedenen Gruppen, wenn man da darauf aufmerksam macht, dass man sich wirklich mit diesem Thema Kommunikationsfähigkeit und Gemeinschaftsfähigkeit, diese Worte überhaupt, wenn man sich mit denen befassen möchte, dann stößt man auf Unverständnis und Widerstand und Ablehnung und sagt, das brauchen wir doch nicht, das können wir doch mit Liebe machen und so weiter. Das funktioniert eben aber nicht so einfach. Und deswegen ist mir bewusst geworden, dass dieses Thema Gemeinschaften, was du, Markus, jetzt seit vielen Jahren da bearbeitest und anbietest und sicherlich deine eigenen Erfahrungen gemacht hast, wie wichtig das in unserer Gesellschaft wäre und wie sehr es krass verkannt wird, wie bedeutsam das ist für unser menschliches Glück, ganz einfach. Also ja, ich finde es toll, was du machst, und deswegen, ich habe Sorge, dass ich also jedes Mal dabei sein kann, und heute habe ich es ja auch nur mit Mühe und Not geschafft, aber ich will es auf jeden Fall versuchen, ich kann es nur jedem empfehlen. Danke. Dann kommt der Romain. Ja, also ich habe das auch ein sehr schönes Meeting gefunden. Da für mich, das Thema hat sich für mich jetzt eigentlich selber ergeben, es ist wirklich mal kennenlernen. Und dafür waren auch dann vor allem auch die kleinen Sessions sehr hilfreich. Ich denke nur so mit, immer wieder mit diesen kleinen Sessions, die auch wirklich wichtig, sehr wichtig finde, kommt man den Leuten wirklich noch näher persönlich, oder? Und wenn man dann alle wirklich so mal persönlich so getroffen hat da im Chat, dann denke ich, oder nicht, oder denke ich, dann geht auch das ganze Plenum, geht dann auch fließender, ja, man da vorher schon diesen kleinen, die näher Bekanntschaft gemacht hat. Und sonst kann ich mich auch nochmal anhängen, was Claudio gesagt hat, oder? Dass ich denke, dass er Dass natürlich auch genau hier in diesem Chat dass diese drei Elemente braucht, oder die Struktur, die Kommunikation, das ist ja schon klar, so gesagt, die Teilnehmer sind auch schon klar, da sind sicher die richtigen, da habe ich keinen Zweifel. Und wenn wir dann noch einfach so überhaupt noch ein Ziel oder eine Vision hätten, Ziel tönt so eng, oder Vision ist mir lieber, wohin das unser Weg führt, dann wäre ich dann noch ganz glücklich. Danke. Dann kommt die Chantal. Ja, also möchte auf jeden Fall noch allen Danke sagen für euer Vertrauen und für die privaten Gespräche. Das weiß ich mega zu schätzen, und auch das gemeinsame Zuhören. Und für mich, was so übrig bleibt, ist so auch eine innere Ordnung irgendwie. Wer hat das jetzt gesagt? Für mich hat es jetzt zwar schon nicht was Konkretes, was Handelndes oder eine Aktion, aber bevor das Handeln kommt, muss ja erstmal eine innere Ordnung oder eine Vision da sein oder was Feineres, Subtileres, und dann kommt das Äußere, das Handeln. Und für mich hat jetzt der Abend war schon sehr bereichernd und hat in mir so eine innere Ordnung gegeben, auch vor allem dank der gewissen Resonanz auch im Außen. Das hast du ja auch, Roman, erwähnt mit der Resonanz. Das habe ich mir, das wünsche ich mir auch so im Alltag, im Leben, Resonanz, oder dass meine Gedanken verstanden werden oder dass ich nicht alleine bin in dem, was ich fühle und denke. Und das habe ich mich heute sehr gefühlt, und da möchte ich euch danken. Ja. Danke. Dann kommt die Sonja. Zur Aufnahme wollte ich nur noch sagen, also die Gruppenräume kommen natürlich nicht aufs Internet, ja, also nur der allgemeine Teil, ja, einfach, dass ihr das richtig versteht. Ich war ja Montag auch dabei, ich fand es heute was für mich persönlich tiefer, ruhiger, weniger Trigger, obwohl das einem natürlich dann auch vorwärts bringt, wenn einem etwas richtig triggert.
Aber es war heute so ein ruhiger Fluss und das hat mir eigentlich ganz gut getan. Es hat mir gut gefallen. Und ja, ich danke euch auch allen von Herzen. Es war sehr schön heute für mich. Ja, danke. Ja, danke allen und ich wünsche euch einen guten Tag morgen, dass ihr das in euren Alltag mitnehmen könnt, dass euch das auch weiterbringt. Und ich hoffe, dass ich euch wiedersehen werde am nächsten Donnerstagabend. Tschüss zusammen. Bleibst du noch da drin? Ja, ich bin da. Ja. Ach so, ihr seid natürlich in meinem Meetingraum, wenn ihr da bleiben wollt. Nur fünf Minuten, wir können uns ja nachher selber auslocken, wenn das für dich geht, oder? Okay, dann müssen die anderen sich jetzt einfach selber auslocken. Machen wir. Okay, super, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schön mit euch. Danke, gleichfalls. Danke, gleichfalls. Tschüss. Zuerst müssen wir uns aus unseren inneren Gefängnissen befreien. Lernen wir, unsere eigene Realität zu kreieren.